Ja, also wir wollen jetzt über die, warum man eigentlich lizenziert und welche Vorteile Lizenzierung von Bildungsinhalten hat. Das ist also nicht nur, dass wir das Urheberrecht damit in den Griff bekommen, und zwar auch abseits von einem gewissen Mehraufwand. Also man weiß natürlich, wenn man lizenzieren muss, muss man das natürlich auch machen. Man muss vielleicht die Inhalte dementsprechend vorbereiten und kommt also oft das Argument, ja, warum sollte ich diesen Mehraufwand machen? Welche Vorteile bringt denn das überhaupt? Und über das wollen wir jetzt einfach etwas reden und vielleicht gemeinschaftlich auch erarbeiten, warum glauben wir oder welche Vorteile bringt es, dass tatsächlich diese Bildungseinheiten Inhalte lizenziert werden. Ja, also ein großer Vorteil ist auf jeden Fall einmal, dass die Materialien dann kostenfrei für alle Nutzer, Nutzerinnen und Interessentinnen zur Verfügung stehen. Und sie sind ja nicht nur kostenfrei, sondern die Leute können sie ja dann auch wirklich anpassen, überarbeiten. Im Fall einer wirklich offenen Lizenz, wie du uns die Lizenzen vorher vorgestellt hast, können sie ja auch wirklich viel damit tun. Und mit diesem Überarbeiten kann man ja davon ausgehen, dass auch eine ständige Qualitätsentwicklung der Materialien verbunden ist, ja. Also ja, also das ist etwas, was man oft sieht und eine große Debatte immer war, also die Qualitätsentwicklung, dass natürlich je mehr Personen über Materialien arbeiten, immer wieder veröffentlichen und weiter adaptieren, man eigentlich grundsätzlich davon ausgehen kann, dass mehr Qualität in diesem Material drinnen ist. Und da gibt es auch einen anderen Vorteil, den man oft übersieht, das ist die Aktualisierbarkeit, weil natürlich durch das, dass ständig überarbeitet wird, sind diese Inhalte oft also tatsächlich auch aktueller, wie es also im Vergleich zu einem gedruckten Buch, das also in einer Auflage verkauft wird, gar nicht machbar ist. Also das ist nicht lösbar in diesem Sinne. Was fällt dir noch ein? Ja? Ja, dass das Ganze ja dann natürlich auch in einem ständigen Austausch passiert. Also dieses Überarbeiten, Aktualisieren ist was, woran viele Menschen gemeinsam arbeiten. Ja. Es ist eine Kooperationsform und wirklich auch eine Form, gemeinsam etwas zu erschaffen, für eine Gemeinschaft etwas zu erschaffen und wirklich also ein Stück ein Öffnen von Bildung. Ja. Ja, Also so. also was wir auch sehen, also wenn man mit Lerngruppen arbeitet, also ob Studierenden oder Schüler und Schülerinnen, dann natürlich können die plötzlich mit dem Material urheberrechtlich alles machen, was sie wollen, und damit fördern wir Formen des offenen Lernens, ja? Also dass man eigentlich Inhalte sich selbst, also irgendwie zusammenarbeitet, irgendwie Portfolios macht, also Posters macht, Referate und so weiter, und das alles unbedenklich und korrekt und sauber, und damit fördert man also auch diese Formen des offenen Lernens, was uns natürlich jetzt also rein aus der pädagogischen Sicht auch tatsächlich immer sehr wichtig ist, dass das also ohne Einschränkungen möglich ist. Ja, also wenn man sieht, also Vorteile gibt es tatsächlich mehrere, und wenn man sich das sehr lange überlegt, dann ist es wirklich so, dass OER einiges ermöglichen kann. Das hat also auch die Europäische Union erkannt. Die haben also spezielle Mitteilungsblätter immer wieder, und in einem heißt es also Bildung öffnen. Und da drinnen steht zum Beispiel, also es geht darum, die Zusammenarbeit zu stärken, indem man Lehrende, Lernende, Forschende, auch deren Einrichtungen eigentlich in die Lage versetzt, also Inhalte mit dieser Welt also gemeinsam zu schaffen, diese auszutauschen und auch diese zu erörtern. Das ist natürlich etwas, was der Grundgedanke dieser freien Bildungsressourcen innehat. Und wir merken also auch, dass der deutsche Sprachraum, in dem Fall also vor allem also auch Deutschland und Österreich, zunehmend also jetzt in diese Richtung investiert und also auch sagt, ist uns wichtig, dass freie Bildungsmaterialien entstehen. Das gibt also für Schule, Hochschule schon also durchaus Bewegungen. Es ist nicht so, dass da Millionen fließen, aber grundsätzlich einmal der Wille da ist, Willenserklärungen da sind und Hochschulen angehalten werden. Und da ist natürlich die Frage, wie schaut es da in der Erwachsenenbildung aus? Ja, also es gibt auch eine wichtige Initiative des Bildungsministeriums, da speziell der Abteilung Erwachsenenbildung, die sich in den Förderverträgen, in den aktuellen Förderverträgen auch für die ESF-Projekte ausdrückt. Und zwar ist dort in den Verträgen jetzt schon die Auflage enthalten, dass die Material, das dort erzeugt wird, also die Produkte aus den Projekten jetzt als offene Bildungsressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen. Und zwar speziell auch als CC BY, also in einer wirklich offenen Lizenzform. Aber generell bildet das nicht die Erwachsenenbildung als solche in Österreich ab. Also ich würde schon sagen, dass die Erwachsenenbildung selber eher zögernd noch reagiert auf die Möglichkeiten der offenen Bildungsressourcen, was mir ehrlich gesagt immer wieder mal auch leid tut. Es ist schon so, dass das Ideal, das du gerade angeführt hast, sich schon sehr gut decken würde mit dem, was die Erwachsenenbildung auch will und besonders was die kritische Erwachsenenbildung will, nämlich wirklich so eine Demokratisierung von Bildung und ein Zugänglichmachen für alle zu erreichen. Aber man muss auch sagen, dass die Einrichtungen zum Teil und auch die Trainerinnen untereinander sich ein Stück weit in einem Wettbewerb zueinander erleben, wo es schon darum geht, so das eigene Material ein bisschen zu schützen und sich damit vielleicht auch von Konkurrenten oder Konkurrentinnen abzuheben. Und das
ist es natürlich dem Gedanken der offenen Bildungsressourcen nicht gerade zuträglich. Und da steht wirklich ein Stück Umdenken an, in der Weise, dass man auch in der Erwachsenenbildung noch stärker sich mit dem Gedanken anfreunden sollte oder erkennen sollte, dass einfach gute offene Bildungsressourcen eine gute Werbung für die eigene Einrichtung oder auch für die einzelne Trainerin oder den einzelnen Trainer darstellt. Also wenn ich jetzt wirklich ein Material freigebe und sei es nur als CC BY, also in einer wirklich offenen Lizenz, dann bedeutet das ja, dass immer mein Name genannt werden muss in Verbindung mit diesem Material, wenn es geteilt wird, wenn es weitergegeben wird. Das ist eine große Rechtssicherheit, ja. Die habe ich nicht, wenn mein Material irgendwann einmal bei Kursteilnehmerinnen gelandet ist und es fängt dann an zu kursieren, weiß ich jetzt nicht, also ich habe keine Lizenz drauf, die auch jemanden verpflichtet, den Namen zu nennen. Also das ist ein Schutz damit verbunden, der auch gleichzeitig eine gute Werbung bedeutet. Ja. Verbreiten eines guten Materials kann einfach die Reputation auch heben. Also da hoffe ich einfach drauf, dass dieser Gedanke noch stärker in der Erwachsenenbildung auch Wurzeln fasst. Ja, also das, wir reden oft auch von Kulturwandel, des Nehmen und Gebens, was natürlich auch sehr wesentlich ist, dass man das verstehen macht und mitmacht einfach. Also, also für uns ist das Machen sehr wesentlich, einfach tun und schauen, also was mit Materialien passiert, wie erreichbar sie werden. Ja, also die man sieht es auch, dass nicht nur also die Ministerien, der Staat und so weiter, also es gibt auch große Plattformen, vergleichbar wie Flickr bei Videos oder wenn Sie auf Wikipedia gehen, irgendwelche Portale, die tatsächlich auf Google können Sie explizit nach offenen Bildungsressourcen mittlerweile suchen und auch dort viele Dinge an verschiedensten Plattformen einfach einstellen. Wenn man jetzt das Interesse geweckt hat, wie das Ganze noch näher und man noch mehr sich vertiefen will, es gibt das auch einen Artikel noch, Lizenz zum Teilen heißt dieser, zum Weitervertiefen. Und ansonsten natürlich diskutieren wir gerne das Thema in Foren oder sonstiges auch immer gerne weiter.